Aha. Landratsamt. Ah. Jetzt geht's auf mit dem Bauen. Ja, das soll doch gleich. Eine Unverschämtheit ist es. Diese Brüder, die sich geschmollkopferten. Zu nichts sind sie zum Brauchen, zu rein gar nichts. Gott, dass sie aufsässig sind und dass sie einem Schwierigkeiten machen, aber die soll mich noch kennenlernen, hast du gehört. So, Vater, ist die Post schon da? Ja, die ist schon da. Aha. Ist sonst nichts gekommen? Ja, was denn nun, mir gelangt's? Ui, hast du dich schon wieder ärgern müssen? Brauchst du lang fragen? Schau mich doch an. Ja, ich sehe dich schon. Stogenarisch kannst du werden. Stogenarisch. Von was lebst denn die Herrschaften? Von unserem Geld. Von unseren Steuergeldern. Und was deren's? Schikanieren deren's an. Vater, reg dich doch nicht so auf. Ja. Der Doktor sagt, jede Aufregung schadet deinem Herz. Der kann euch drin. Der lebt ja von meinem Herz. Über was ärgerst dich denn überhaupt? Bestimmt wieder Kleinigkeit, die es gar nicht wert ist. Ja, schau dir den Wischer mal an. Da sollst du dich vielleicht nicht ärgern, ha? Landratsamt. Ja, da schaust. Abgelehnt schreibst. Abgelehnt! Naja, dann ist es halt abgelehnt. So, du wirst das einmal weit bringen mit der Auffassung. Oh mei. Ach, das sollen wir doch alle am Buckel runterrutschen, die Bandi. Nein. So, Vater. Den Cognac, den trinkst du jetzt schön langsam. Ja. So. Und jetzt schnaufst dreimal tief ein. Los, schnauf. Einmal. Zweimal. Schnauf, du erstickst ja. Ach so. Dreimal. So. Und jetzt erzählst du mir mal alles schön der Reihe nach. Der Blutsbrief, komm, der Vater, macht mir den doch... lass jetzt einmal ganz weg. Sag mir mal lieber, warum möchtest du eigentlich noch bauen? Haben wir doch so Brauerei. Landwirtschaft, drei Gastwirtschaften. Langt dir das nicht? Kriegst denn du gar nicht nur? Schau mir die, du sollst nicht immer Medi sagen, Vater. Ich bin kein Medi. Es ist schon recht, aber schau mir die. Nein. Christel wollte sagen, die Wirtschaft, die ich bauen möchte, die sollte nicht werden wie die anderen, sondern mehr ein spezielles Ausflugslokal, weißt? Da ist nämlich halb mehr verdient dran. Verstehst du mich? Na ja, aber warum willst du denn gerade da hinbauen, wenn es an dem Platz nicht genehmigt wird? Ich brauche einen Platz, der wo schön ist. Nicht? Romantisch muss die Lage sein. Verstehst? Nicht so ist wie bei uns heraus. Und da gibt's keinen besseren Platz. So schön auf der Sonnenseite, nah beim Wald, daneben ein paar romantische Felsen, wie im Theater. Das ist ein goldrichtiger Bauplatz. Okay, Vater, solche Plätze gibt's doch mehr. Du bei der Achleiten hint, da wär's zum Beispiel viel schöner. Okay, wer geht denn da hintere? Ich hab doch gesagt, ein Ausflugslokal. Ja, eben, das wär für die Leute Ausflug. Du verstehst mich nicht, Medi. Du sollst nicht immer Medi sagen, Vater. Ja, es ist schon recht, aber schau, was hilft mir der schönste Platz, wenn keine Hauptstraße da vorbeigeht? Die Leute mit den Autos, die wollen nicht weg von der Straße. Die wollen fahren, nichts ist wie fahren. Bloß kein Stück ins Fuß gehen, verstehst? Raus aus dem Kahn, Brotzeit machen, nein, in den Kahn und weiter. Aber ja, nicht geh. Geh. Kein Zentimeter. So. Und dann darfst du das neue Lokal, den Buschinger Hans, direkt vor die Nasen hinsetzen. Der kann doch nicht konkurrieren mit uns. Von was soll er denn dann leben? Und gerade extra setzt es ihm vor die Nasen hin. Dem Kerl, dem Dickschellerten. Sag einmal, hast du was gegen den? Abkauft hätte es ihm sein Bruchbude, sein Baufällige. Überzahlt hätte es ihm. Das Doppelte hätte er ihm gegeben von dem, was wert ist. Aber nein. Glaubst du, der gab's her? Der Bogschädel, der Bornige. Mei, er ist halt daheim drauf, das musst du verstehen. Und er kann leben davon. Was geht denn mit in sein Leben? Wo kann man denn da hin, wenn er so denkt? Mit solchen Ansichten, da war ich das nicht geworden, was ich heute bin. Dann ist gerade gut, dass du die Genehmigung nicht gekriegt hast. Ja, die krieg ich schon noch, verlass dich drauf. Hoffentlich nicht. Mir tat der Hans leid, er ist so ein netter Mensch. Der nette Mensch hätte man so bloß verkaufen brauchen, die Bruchbude. Ja, das ist nichts Unrechts, wenn er es nicht tut. Auf jeden Fall kein Grund, dass du ruinierst. Das verstehst du nicht, Medi. Herrschaft, du sollst nicht immer Medi sagen. Ja, es ist schon recht. Das werden wir ja sehen. Wenn hier mal so gebaut wird, dann wird auch gebaut.
Marga? Ja? Herr Bachmeier? Ein Brief schreiben. Gut, geh weiter. Hol dir den Zeigel dazu. Ja. Also schreib einmal. An das Landratsamt und so weiter. Da ist die genaue Adresse. Ja, natürlich, ich bin schon im Bilde. Also nur schreib. Meine Herren, was denken Sie sich eigentlich? Für was sind Sie eigentlich da? Glauben Sie, wir bezahlen Sie mit unseren Steuergeldern, damit Sie im Büro Ihre Hosen durchwetzen und uns Steuerzahler schikanieren können? Herr Bachmeier, wenn ich mir erlauben darf... Nix da! Du schreibst das, was ich da sage. Also schreib. Es ist eine bodenlose Gemeinheit, mir die Baugenehmigung nicht zu geben. Glauben Sie denn, Komma, Sie haben einen Trottel vor sich oder einen so einen hirnvernagelten Paragraphenreiter, wie Sie sind? Ja, was ist jetzt? Also jetzt schreib mal, lies mal vor, was haben wir jetzt alles? An das Landratsamt und so weiter und so weiter. Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 16.07. mit der Ablehnung meines Gesuches betreffend die Genehmigung der Neuerrichtung einer Gaststätte auf dem Grundstück 33 1/3, möchte ich mir erlauben, einige Einwände zu erheben. Was denn, was denn? Hab ich das ja so diktiert? Nicht ganz so, Herr Bachmeier. Ich habe mir erlaubt, Ihren Stil etwas zu verbessern. Was hast du? Meinen Stil musst du verbessern. Für was zahlt denn die überhaupt? Hä? Du schreibst gefälligst das, was ich dir sag. Und nicht das, was du für fein hältst. Es ist aber nicht ratsam, Herr Bachmeier, in diesem vulgären Ton an das Landratsamt zu schreiben. So nicht ratsam ist das. Weißt du, was die sag? Wenn du noch einmal meinen Stil verbesserst, dann ist das auch nicht mehr ratsam. Sie könnten Schwierigkeiten bekommen. Dann geht's dich auch nichts an. Du hast das zum Schreiben, was ich dir sag. Verstanden? Wort für Wort. Verstanden? Ja, natürlich, Herr Bachmeier. Ja, natürlich, Herr Bachmeier. Ne? Ich kann ja wieder von vorne fangen. Also schreib. An das Landratsamt und so weiter. Wer ist denn das schon wieder? Hier rein. Buongiorno, signori. Come sta? Bene. Bella donna. Du hast figlia, Tochter? Ja, Hans Wurst ist mir gerade abgegangen. Da. Una bella ragazza. Söhn, oh, Wundersöhn. Nee, die schaut bloß so aus, weil sie so angeschmiert ist. No, 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 Patrone, ich bin Wundersöhne, bellissima Tochter. Das ist nicht meine Tochter, Herr Spaghetti. Nicht figlia, sade. Ja. Sehr sade. Padrone, signore, gommen sauen. Io appen stoffa. Verstehen? Stoff. Prima qualitat. Prima, primissima. Oh, signore. Is en gute stoff. Capito? Buono, buono. Prego, signorina. Alten fest. Ah, signore, padrone. Bella. Bellissima. Stehen da wie Cesare. Wie steht da? Wie Cesare. Ist er gewesen grande Kaiser von der alten Roma. Du, mir fällt du nicht der Blöcke, gell? Genau, geh zu, geh weiter. Ah, oh, Signore. Sein Söhnesmann. Söhnesmann, Figura sehr staatlich. Wie Franz Josef. Der Kaiser. No, no, Strauß. Da ist schon recht. Aber da wird dir dein ganz Wusel nichts helfen, weil ich kauf nichts von einem Hausierer. Oh, Signore, ganz billig. Kostet nur 50 Mark. 50 Mark? Sie? Na ja, nicht schlecht. 40? 40? 40? Oh, io, poverini, bankrotte, caputo. Ich hab in Frau, ich hab in quattro papini, wollen essen, mangiare, capito? 45 und keine Mark mehr. Oh, 45 geht nicht, Signore. 50? 45 oder nicht? Mein letztes Wort. Signore, prego, 50. Also gut, dann eben nicht. Ecco, da haben Sie, nehmen Sie, ich schenken. Schenken? Für 45. Quasi, Obtrader. Grazie. Ein Fünfer kriege ich zurück. Sì, sì, uno momento, ich gleich haben. Ah, schon da. Cinque, stimmt so?
Ja, ist in Ordnung. Buono grazie, Signore, molto grazie. Du mir ja. Sie. Aber die Ehre. Buongiorno. Ja, geh mal, husch. Ah, geh mal. Ah, Signorina? Ja? Prego, Signorina, kommen Sie rein, ich möchte bewundern Sie. Ja, bitte. Oh, bellissima. Wunderschön, denn da, wie geht denn? Wir müssen nur haben, neues Kleid. Un momento. Sauen Sie, Signorina. Looky, ah? Grandioso. Signorina werden haben viel Freude an dieser Stoffe, wie Venus in Seide. Kostet nur 20 Marken. Meinen Sie, sowas steht mir? Aber, Signorina, ich habe noch nichts gesehen, Senere Freilein, in meinem ganzen Leben. Ich liebe Sie. Amore, cara mia. Prego, wollen mir schenken, uno piccolo baci? Hm? Einen ganz kleinen Kuss. Ein Kuss? Oh, nein, danke, nicht zu stören. Ah, Signorina, sagen doch nicht nein. Oh, was erlauben Sie sich? Excuse, kostet nur 20 Marken. Einen Moment, bitte. Sí. Ja. Also, wie meine du es test, hat er auch noch eine Tochter, der hat die Brutz. Na ja, ist ja wurscht. Bilanz? 45, 20, 65. Da bleiben wir ja 20 Mark Renngewinn. Für das kann man schon ein bisschen blädeln. Hier ist das Geld, bitte. Grazie, Signorina. Mille grazie. Ach, du liebe Zeit. Jetzt ist der immer noch da. Ecco, Signore, ich gehen. Subito a tempo, patrone signore, habe mich sehr gefreut. Grazie ancora una volta. Andiamo. Buongiorno. Arrivederci. Ja, arrivederci. Sì, salute. Ciao. Ciao, bambina. Un bacio ancora. E può perdere. Ein narrischer Kerl, hä? Dieses südländische Temperament ist einfach umwerfend. Ja, es ist schon recht, jetzt geh weiter. Der Brief muss noch weg mit der Post. Der Herr Rinkel und alle Augenblick was dazwischen. Wir ziehen uns zurück ins Büro. Aber das musst du doch einsehen. Und worauf willst du eigentlich noch warten? Wir könnten uns doch wenigstens öffentlich verloben. Ach, nee. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich liebe dieses illegale Verhältnis nicht, wie ich überhaupt gegen alle unklaren und ungeordneten Dinge bin. Na, sag doch was, Christel. Mei, was soll ich dir denn noch sagen? Ich hab dir schon so oft gesagt. Wir kennen uns zum Verloben noch nicht lang nur. Ich hab dir doch alle meine Verhältnisse klargelegt. Um das geht's aber nicht. Aber bedenk doch, wir sind nicht verheiratet, nicht einmal verlobt und doch sieht man uns zusammen in der Öffentlichkeit. Sei doch nicht so kindisch. Ist doch bei anderen Menschen auch nicht anders. Ich bin Beamter. Ja. Da bist schon was. Und mein Ruf wird nicht besser, wenn man mich ständig mit einem Mädchen sieht, mit dem ich durch nichts verbunden bin. Aha. Du, dem lass dich leicht abhelfen. Na, gehst heute in Zukunft allein aus. Deinen guten Ruf, den brauchst du nicht ruinieren wegen mir. Ich, so hab ich das doch nicht gemeint. Ja, aber gesagt hast du es. Du hast mich vollkommen falsch verstanden. Ja, freilich. Du bist ja kein Mensch, sagst immer, sondern ein Beamter. Und so einer meint's immer anders, wie er sagt. Du, ich mein's aber immer so, wie ich sag. Und das drum rumreden, das mag ich nicht. Aber Christel, ich hab dich doch lieb. Na ja, dann musst du mich gern haben, wie ich bin. Ja, das tue ich ja. Gut, dann lass mich dabei mit der Verlobung in Ruhe. Ja, ist ja schon gut. Jetzt sei nur wieder lieb zu mir, ich bitte dich. Mei, es kommt ganz auf dich an. Sei heute wieder so wie damals, wie ich dich kennengelernt hab. Auf dem Ball? Mhm. Da war ich doch betrunken. Aber ein lieber Kerl warst. Mei, so lustig und nett, dass ich mich richtig verliebt hab in dich. Ja. Kann doch nicht ständig betrunken sein. Kannst denn du anders gar nicht nett sein? Du darfst nicht vergessen, dass ein gewisser Ernst für einen Mann in meiner Stellung unerlässlich ist. Ach, jetzt hör nur mal grad mit deiner Stellung auf. Du, wenn wir wirklich einmal heiraten sollten, dann müsstest du die sowieso aufgeben. Das würde mir sehr schwer fallen. Ich bin mit Leib und Seele Beamter. Ja, leider. Und Männer mit meiner Lebensauffassung sind die zuverlässigsten Menschen. Und die langweiligsten auch. Nein, das steht einmal sagen. Fest. Na, so, wirklich, hält mal. Also, bis dato. Grüß Gott, Herr Bachmeier. Da werden Sie mal in Augen machen beim Landratsamt, mein Lieber. Mit mir könnt ihr sowas nicht machen. Mit mir nicht. Ich bin ein Diplomat.
Ein Bauerndiplomat. Hoffentlich hast du keine Beleidigungen reingeschrieben. Was heißt da Beleidigungen? Ich schreibe so, wie man es denkt. Da kenne ich nichts, ist ja auch wahr. Da gehört einmal Dreh gefahren, bei euch da drin. Wie bei uns? Da müssen wir lauter Kerl drin sein, die statt einem gesunden Geschäftsverstand bloß ein paar hundert Paragraphen im Hirn haben und sonst nichts. Hast du das geschrieben? Ja, schon um mehrere, die kommen mir gerade recht. Ich verstehe nicht recht. Ach, ein Ausflugslokal hätten wir bauen wollen. Ja. Und das ist jetzt abgelehnt worden. Das ist eine Schikane. Da kannst du leicht in dein Amt einmal ein bisschen dahinter setzen und deine Federfuchsert Leviten lesen, dass sie mal spuren. Aus welchen Gründen ist denn die Ablehnung erfolgt? Soll ich selber, was mit deinem Herr Kollege, der Biffi, geschrieben hat. Und das da ist meine Antwort. Aber die steckt es einem nicht hinter den Spiegel. Ja, aber von Schikane kann hier nicht die Rede sein, Herr Bachmeier. Nicht? Nein. Dann ist das bei dir also ganz in Ordnung. Ja, ja, das Gesuch musste ja abgelehnt werden. Das Grundstück ist nicht zur Bebauung vorgesehen. Ja, es liegt sogar im Landschaftsschutzgebiet. Das ist hier ganz klar und sachlich richtig begründet. So, so. Sachlich begründet ist es. Einwandfrei. Der zuständige Referent, der konnte ja gar nicht anders entscheiden. Aber sonst bist gesund. Wie bitte? Sag einmal, möchtest du eigentlich mein Schwiegersohn werden? Ja, allerdings, ich dachte... Aber wenn's bei so kommst, dann werden wir das noch schwer überlegen müssen. Hey, Vater, er kann doch gar nichts anderes sagen, wenn die Vorschriften einmal so sind. Erstens, wenn das eine Vorschrift ist, dann ist es ein Blödsinn. Und zweitens gibt's bei sowas immer eine Ausnahmegenehmigung für einen wohlhabenden Bürger und Steuerzahler. Und drittens, wenn's du nicht kapierst, wo da dein Vorteil ist, dann erbarmst du mir. Ja, aber das muss dein Vater doch einsehen. Er ist einwandfrei im Unrecht. Einsehen tut er das nie. Was machst du denn da? Das siehst du. Das darfst du doch nicht. Dein Vater wäre damit sicher nicht einverstanden. Na, bestimmt nicht. Ist zumindest ein Vertrauensbruch. Komm, red mir doch nicht andauernd rein. Bin doch kein kleines Kind mehr. Du, schau mal her, ist das eine Beleidigung? Hirnvernagelte Beamte. Das ist doch... Ist es strafbar? Na, natürlich. Ui, und das? Diese Vollidioten. Und der Brief geht ans Landratsamt? In dem Fall natürlich nicht. Du könntest die größten Schwierigkeiten kriegen. Das darfst du doch wieder nicht. Ich darf nicht bloß, ich muss sogar. Oder soll ich vielleicht zuschauen, wie sie der Vater vors Gericht bringt? Natürlich nicht, aber es muss doch auch noch andere Mittel gehen. Ich meine, ohne an die Grenzen einer strafbaren Handlung... Sag einmal, soll der Vater tatsächlich recht haben? Hast du statt einem gesunden Hausverstand wirklich bloß Paragraphen im Hirn? Wo ist denn mein Brief? Ich muss ihn liegen lassen, haben die Herrin. Ah, da liegt er. Ah, na, schon recht. Also, was dir an dem Blindgänger gefällt, verstehe ich nicht. Dein Vater hat eine Abneigung gegen mich. Das verstehe ich nicht. Noch weniger verstehe ich, wie einer mit einem Reischerl ein netter Mensch sein kann. Und nicht dann ein solcher Depp. Das Gericht? Ja, natürlich, Herr Bachmeier. Dann notierst du mal an die Ziegelfabrik schreiben,
Aber ein bisschen scharf, gell? Ob die Langweiler die Lieferfristen nicht einhalten können, so wie sie ausgemacht sind. Wenn sie bis Ende nächste Woche den Rest nicht liefern, dann bin ich die längste Zeit Kundschaft gewesen. Das schreibst du ihnen. Die Dachplatten können sie dann auch gleich mitbringen. So, das wäre das eine. Dann schreibst du dann die Firma Glasl. Sie sollen mir einen Kostenvoranschlag machen. Für Installation. Das gleiche an die Firma Zenk elektrische Anlagen. So, das wär's dann. Na, halt dann die Baufirma Überreiter, schreibst du nicht. Sie sind mir gefälligst mehr Leute schicken. Sonst sind wir nächstes Jahr um die Zeit noch nicht fertig. Hast du jetzt das alles? Natürlich, Herr Bachmeier. Na, sag nicht immer natürlich. So natürlich ist das bei dir noch lang nicht. Und in einem anderen Ton. Wie bitte? Die Brief da. Ach so, ja. Nicht so höflich wie bei unseren Kunden. Ein bisschen scharf und aufsässig. In dem Fall sind wir die Kundschaft. Selbstverständlich, Herr Bachmeier. Ja, na, schwing die. Bitte? Schleich den aus ins Büro und schreib. Ist die Post schon da? Nun nicht. Was hast du nicht so wie mit deiner Post? Ach, nix. Hab halt gemeint, vielleicht, dass vom Landratsamt was kommt. Also, zwingend ein Bau. Naja, du hast doch keine Genehmigung. Ja, das haben die schon spitz gekriegt, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist. Was wollen sie denn auch machen? Du wirst es schon sehen. Auf einmal kommt was und dann stehst du da. Ja, nichts kommt. Vor 4 Wochen habe ich den Brief schon geschrieben und bis jetzt haben sie nur nichts hören lassen. Aber du hast keine Baugenehmigung. Ich hab's klipp und klar reingeschrieben, dass ich baue. Ob ich eine Genehmigung habe oder nicht. Die trauen sich dagegen nichts zu machen, sonst hätten sie schon längst was hören lassen. Ja. Weißt du, was ich sag? Für mich haben die den Bau stillschweigend genehmigt, verstehst? Schön wär's. Oh, hallo. Aber ich glaub's nicht. Die Post, Herr Bachmeier. Ja. Ich bin im Büro, wenn Sie mich brauchen. Ja, ist schon gut. Viel Erfolg. Was hast du denn jetzt? Ja, gibst du denn das? Was steht denn da drin in dem Brief? Hä? Unverschämtheit. Sag halt was, Vater. Der Teufel soll's holen. Die Bagage, die Mistige. Oh mei, jetzt brauchst du wieder einen 3-stöckigen Cognac. Da stessen sollen wir's, die Himmelhund. Jeden einzeln ums Hausegummi hauen, bis sie wissen, warum sie einen Kopf aufhaben. Komm, Vater, denk an dein Herz. Da. Kein Wunder, wenn einem das Herz stehen bleibt. Lachen müsst ihr ja, wenn die Maus tot umfallert. Dann hätte mich die Behörde am Gewissen. Du gibst nicht nach, bis die wirklich einmal der Schlag trifft. Da sitzt die jetzt her und trink. Ja. Oh. Aber den unverschämten Treff, den ich werde helfen. Die müssen strafversetzt werden. Und wenn ich bis zur Regierung gehen muss... Bleib doch sitzen, Vater. Beruhig dich doch zuerst einmal. Einen trinkst noch. Ha? Geh weiter, trink aus. Oh. Aber den Brief, den haben wir die Bazi nicht umsonst geschrieben. Weißt du, was ich tue? Was denn? Aufs Landratsamt fahre ich hin. Und auf der Stelle fahre ich hin. Den ich lackeln werde meine Meinung sagen, wie es einem noch keiner gesagt hat. Das sage ich dir. Da bleibst. Hä? Jetzt überleg einmal ganz in Ruhe, was geschenken soll. Jawohl, geschenken muss was. Und gleich muss was geschenken, bevor mir der Schlag trifft. Marga! Oh, halt, hier ist noch nicht einmal ein 3-stöckiger Cognac. Marga! Herr Bachmeier? Schreib sofort an die Bagage im Landratsamt. Wie bitte? An die Bagage, habe ich gesagt. Schreib wie gewöhnlich, Marga. An das Landratsamt und so weiter. Natürlich. Also schreib. Ich möchte wissen, welcher hinterkünftige Beamtenschlawiner. Nein! Wort für Wort schreibst, verstanden? Du mir ja nicht wieder meinen Stil verbessern. Welcher hinterkünftige Beamtenschlawiner mir andauernd diese gemeinen Briefe schreibt. Glaubt ihr vielleicht,
Ich lasse mir sowas bieten von so einem Staatsdeppen, der Staat ein Hirn, ein Liniburger im Kopf hat. Wie bitte? Backsteinkäse. Ja, was ist, du schreibst ja gar nicht. Na, den Schmarrn kann's auch nicht schreiben. Für was soll da die? Du, die hockt da und klotzt mich an, als wäre ein Ochsenstahl da. Einzig Vernünftige, was tun kann. Mager genauso. Die bleibt. Geh zur Mager. Der Brief wird später geschrieben. Ja, wie haben wir es denn überhaupt? Wer schafft denn da an? Hm? Immer noch du. Aber wenn's spinnst, dann muss ich's für dich tun. Geh, Vater, die ganze Gaudi ist doch nicht wert, dass du deine Gesundheit ruinierst. Komm, trink. So, und jetzt schreibst du deinen Brief selber. Ja. Schreib nur ruhig deine ganze Wut rein und alle Schimpfnamen, die dir einfallen. Dann wird's dir leichter. Hä? Und wenn's den fertig hast, dann schiebst du den Ofen rein, den Brief. Und den richtigen ans Landratsamt, den schreibt Marga allein. Ha? Ja. Ich schreib selber. Aber vorgeschickt. Wer da meine? Ja, ja. Da reden wir dann später drüber. Da reden wir drüber, ja. Marga! Marga! Sie schlaft schon wieder. Oder sie streikt. Hey, Marga! Herr Bachmeier? Ich möchte was schreiben. Bring mir meinen Füllfederhalter und ein Briefpapier und ein Kuvert. Und, ja, was man halt so braucht dazu, ne? Ja. Hm? Du Vater, na, der Cognac wirkt schon, gell? Ja. Und da sagen die Leute wie, vom Schnaps wird man dumm. Ja, aber du wärst bestimmt gescheiter. Drum trinkst du noch einen. Ja, her damit. Herr Bachmeier, bitte, hier. Raus. Jawohl, Herr Bachmeier. Marga! Herr Bachmeier? Ich möchte jetzt nicht gestört werden, verstanden? Selbstverständlich nicht, Herr Bachmeier. Raus! Jawohl, Herr Bachmeier. Raus! Jawohl, Herr Bachmeier. Medi! Vater, du sollst nicht immer Medi sagen. Was willst du noch? Ich möchte jetzt mal Ruhe haben, verstanden? Gib nur grad selber eine, dann hast du es schon. Ja. So, das wird jetzt ein Brief, wie ein Dier ein Lebtag noch nicht gekriegt haben. Sehr geehrte Herren. Na, so schreibe ich nicht. Sehr geschehrte Herren. Ihr Erlass ist eine bodenlose Gemeinheit. Schicken Sie mir einmal diesen geistig unterernährten Burschen, der mir den Neubau einreißen will, zu mir heraus. Dann ziehe ich dem Hilfsschüler die Löffel lang, dass er bei jedem Schritt draufsteigt. Für die Aufnahme in eine Irrenanstalt sind Sie bereits vorgemerkt. Sie bürokratischer Schrumpfkopf. In diesem Sinne verbleibe ich
ohne die geringste Hochachtung. Zeno Bachmeier. So, jetzt schreiben wir gleich das Kuvert. An das unterentwickelte Landratsamt und seine geistig minder bemittelten Beamten. In Klammer Baureferat. So. Da wird's einer Tagen Rast treiben, wenn's den Brief lesen. So, jetzt ist mir wieder leichter. Und auf Post werde ich ihn auch gleich bringen. Weil wenn er nicht mit Medi erwischt, dann schiebt's mir den Ofen nicht. Und ich hätte mich dann umsonst blockt. Der Bruder draußen, der kennt eigentlich. Hey, Bruder! Ja? Hey, meinst du die? Geh mal her zu mir. Ja, was ist? Du kannst mir eigentlich leicht den Brief da auf Post tragen, machst? Ja, freilich. Dann geh her, dann kriegst du Geld. Mhm. Das ist für Porto. Ja. Und das Fußgeld gehört dir. Ja, gut, danke. Na, halt! Was? Du, das Fußgeld nochmal her. Das kriegst erst, wenn du den Brief reingeschmissen hast. Kannst gleich vergessen drauf, weißt? Nein. Habt ihr sowieso über lauter Lausbuben stickeln im Kopf. Okay. Das Missbuben. So, jetzt geht's zu. Ja, gut. Und das Fußgeld holst du dann noch? Ja, ist gut, dankeschön. Ja, bitteschön. So, Lola. Jetzt ist mir wieder wohler, weil der Brief weg ist. Und mit Zigarren wird mir auch wieder schmecken. Wir haben unseren Brief. Na, ich glaube, besser hätten keinen Rechtsanwalt schreiben können. Bist du auch schon fertig? Ja, jetzt ist mir wieder leichter. Geil, Vater, ich hab's gesagt. Du, darf ich noch mal lesen? Der ist schon fort. Was, wohin? Na, auf Post, wohin denn sonst? Ja, wir denn? Einen Buben hab ich hingeschickt von der Straße draußen. Um Gottes Willen, Vater, bist denn du narrisch? Sag mal, wie redest denn du mit mir, ha? Mei, du wirst dir so Sachen neigeschrieben haben in deiner Wut. Ja, da wird dann das Wasser in den Tank schießen, wenn du den Brief lesen. Ja, ja. Und dir wird's auch nicht anders gehen, wenn's dann vorm Gericht stehst. Tu nicht so dumm, der Herrin. Ich hab nichts geschrieben als die Wahrheit. Und die darf man nur sagen bei uns, verstehst? Ja, Herrin. Guten Tag. Der ist mir gerade noch abgegangen. Grüß Gott, Herr Bachmeier. Grüß Gott. Grüß dich, Christel. Grüß dich. Mei, gut, dass du kommst. Ich hab gleich was zum Reden mit dir. Nein, ich nicht. Ich mach lieber Brotzeit. Der Mensch, der geht mir auf die Nerven. Und versteht dich wirklich nicht, Medi. Medi. Bin ihm anscheinend nicht sehr sympathisch. Mei, er hat halt was gegen die Beamten. Und seit er die Schwierigkeiten hat mit dem Neubau, da ist ganz aus. Ja, das ist doch nur seine Schuld. Mei, er ist halt gewöhnt, dass alles nach seinem Kopf geht. Und du sollst auch nicht immer einen Beamten rauskehren. Zeig doch einmal, dass du ein netter Kerl bist. So langsam beginne ich zu glauben, dass du dir unter einem netten Kerl seinen Luftikus vorstellst, der keine Grundsätze hat. Ja, lass mal das Thema. Kommt nichts raus dabei. Das andere ist jetzt auch wichtiger. Komm, setz dich hin. Ja, richtig. Du wolltest mir etwas sagen. Was bedrückt dich denn? Der Vater hat wieder Dummheiten gemacht. Hm? Er hat mit dem Bau schon angefangen, das weißt doch. Heute hat er Schreiben gekriegt, dass er den Bau sofort einstellen und den vorigen Zustand wiederherstellen muss. Das war nicht anders zu erwarten. Naja, aber er hat wieder einen Brief geschrieben auf das hin. Viel gröber noch wie der erste. Und jetzt hast du doch Bedenken, ihn wieder zu vernichten. Hm. Er hat ihn ja schon weggeschickt. Sein Pech, er wird mit einer Beleidigungsklage zu rechnen haben. Könntest du uns da nicht helfen, Karl?
Helfen? Ich wüsste nicht wie. Naja, du kriegst doch im Landratsamt als Erster die ganze Post hintend. Du, da ist doch wirklich nichts dabei, wenn du den Brief rausnimmst und verbrennst. Was? Das ist ganz unmöglich. Warum denn? Das ist doch ganz einfach. Ja, du irrst dich. Ich würde damit eindeutig gegen meine Dienstvorschriften verstoßen. Ach, geh zu, das ist doch ein Ausnahmefall. Da halte ich mich doch an keine Dienstvorschriften. Ja, ich schon. Ich habe mich stets daran zu halten, in allen Lebenslagen und unter allen Umständen. Karl, bin ich dir denn gar nichts wert? Bei aller Liebe, ich kann nicht. Du weißt gar nicht, was du von mir verlangst. Du lasst uns also im Stich. Stich? Versteh mich doch. Könntest du denn selbst einen pflichtvergessenen Beamten respektieren? So, respektieren soll ich dich. Das kannst du haben von mir aus. Vor so viel Sturheit, da muss man ja einen Respekt haben. Also ich bitte dich, wirf nicht Dienst und Privatleben in einen Topf. Privatleben? Sowas hast doch du gar nicht, du. Du Paragrafenmulli, du Bockborniger. Also Schluss jetzt, das ist ja eine glatte Beleidigung. So, du kannst mir verklagen deswegen. Das habe ich nicht um dich verdient. Weißt, was du verdienst? Schläg, jeden Tag starten Mittagessen für deine Sturheit. Naja, nein, du kannst ja nichts dafür. Und dass dein ganz Leben lang blau bist, das kann auch kein Mensch von dir verlangen. Du bist gewöhnlich. Ja, und du beschränkt. Ja, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Ich glaub's fast auch. Tja, geh nur zu. Ich halte nicht auf. Dann war das also mein letzter Besuch? Wahrscheinlich. Mei, Karl, wir haben uns kennengelernt und haben uns deischt. Wir haben's eingesehen und machen Schluss. Sagen wir also, es war nix. Hm? Dann darf ich mich also verabschieden, Fräulein Bachmeier. Vierte Gott, Karl. Oh, Entschuldigung, Herr Oberinspektor, wollte ich sagen. Guten Tag. Gott sei Dank, den bin ich los. Ach, vielleicht ist gut, dass alles so gekommen ist. Dass man sich nur so täuschen kann an Menschen. Gut. Ah, grüß die Bub. Möchtest du zu mir? Nein, zu dir eigentlich nicht. Zum Breimächti, zu deinem Vater. So, was willst du denn von ihm? Auf 50 Euro hat er mir versprochen. Für einen Brief, den ich auf die Post getragen hab. Du hast den Brief auf Post? Ja, Frau. Du, Bub, lauf noch mal hier und verlang den Brief zurück. Du kriegst 5 Mark, wenn du ihn bringst. Ja, das ist jetzt spät. Der ist jetzt schon fort mit dem Postauto. Jesus, na. Statt die ist vielleicht ein Depp bei der Familie. Was? Ah, Dings da, meine ich. Das ist deppert, sag ich, dass der Brief schon fort ist. Da meint man, was man tut. Jetzt, wenn ich den Brief nicht aufgeben hätte, hätte ich mir im Sitzen 5 Mark verdient, statt mit dem Laufen auf 50 Euro. Sag einmal, wie heißt denn du? Franzl. Krieg jetzt mein 50 Euro. Der lasst nicht aus. Du gefällst mir. Ich dir. War gescheiter, ist dir mein Bruder gefallen. Dein Bruder? Mhm. Sag einmal, wo bist denn du daheim? Ich kenn dich gar nicht. Beim Buschinger. Aber bis jetzt bin ich in Haflingen in der Lehre gewesen. Gewesen? Ja, vor 8 Tagen hat mich der Meister rausgehauen. So? Warum denn? Ah, gerade wegen ein paar Reisnägel, die wo ich in die Pantuffel nicht da hab. Der hat ja keinen Humor. So, so. Also, dann bist du vom Buschinger Hans der Bruder? Ja, freilich. Du, der hat vielleicht ein Wort jetzt. Aha, auf mich. Okay, auf dich. Auf deinen Vater halt. Zwing den neumodischen Wirtshaus, die sie am Fotnasen hinbaut. Du, Franzl, sitz dich doch ein bisschen her. Hm? Magst du vielleicht ein paar Würst essen und ein halbe Bier dazu? Ja, schon, hm? Aber mein 50er war mir lieber. Das kriegst du auch. Ja, nachher, von mir aus. Ein Brotzeit mag ich alleweil. Okay, sitz dich nur nieder. Wärst Leibstein. Ja, bitteschön. Büro. Halt dir die Würst im Büro. Das, wenn der Hans wissert, dass ich da herin sitze. So. Wird sofort erledigt, Freund Christoph. So, gleich kriegst du deine Brotzeit, Franz. Ja, ich kann schon warten. Tja, du, dann schimpft also recht, dein Bruder. Hm? Stocknarrisch ist er. Du, ein Grant hat der wie ein Trager die Katze. Ja, warum verkauft er noch nicht? Ja, er mag halt nicht weg von daheim. Und du? Ich verkaufe halt auch nicht. Gerade extra das Fleiß nicht. Mir das Fleiß? Ach geh, dein Vaterns Fleiß, weil er gar so dickschädelt ist. Du, Franzl, meinst du, dass es mir auch nicht verkauft, der Hans? Dir? Ja, mir. Verrick. Was hast du denn? Ah,
Wenn ihr jetzt wisst, was du für eine bist. Du, wie meinst jetzt das? Ja, ob man sich verlassen kann auf dich. Oh, Eisenfranz. Ja, ausschauen geht's eigentlich schon so. Halt das du, wenn du mir dein Ehrenwort gibst. Na, freilich, das muss man doch. Ja, schon. Aber auf die Weiber kann man sich meistens nicht verlassen. So, hier wäre das Bestellte. Recht so. So ist gut. Dankeschön, Marga. So, Franzl, jetzt lass du schmecken. Guten Appetit. Dankeschön. Du, und dass wir uns recht verstehen, auf mich kannst du dich verlassen. Kann schon sein, dass was zu machen wäre mit dir. Weißt, wie ich noch ein Madl war? Du, da bin ich immer mit den Buben umeinander gerannt. Mei, bei den größten Viechereien habe ich mitgemacht. Und oft nur habe ich auch die gleichen Schläge gekriegt wie die Buben. Na, gescheit. Du, frag mal deinen Bruder, Hans. Der war auch immer dabei. Ah, drum. Was drum? Ah, ich hab grad gemeint. Du gefällst mir fein. Ja, du mir auch. Ich glaub, der Hans ist ein Depp. Was ist er? Ein Lob. In einer Tour jammert er so dahin. Was Gescheites kann man überhaupt nicht mehr reden mit ihm. Du, der ist ganz narrat. Auf was? Auf dir. Auf mich? Mhm, aber brauchst du nichts Dinger. Der ist bloß verliebt in dir. Okay, Franzl, bildest du das nicht ein? Einbilden? Ja, nie. Wenn ich schon 8 Tage lang nichts anderes mehr von ihm höre. Ja, warum sagt er denn dann nie was zu mir? Weil er ein Waschlappen ist. Weißt, der meint, du lachst ihn gut aus, wenn er was sagen will zu dir. Und darum sagt er lieber nichts. Und warum hast mir's du jetzt gesagt? Zwingend einen Verkäufer halt. Weißt was? Wenn du ihm gut zurätst, dann Hans, dann verkauft er dir's nicht gut, dann schenkt er dir's. Ah, das würde ich nie annehmen. Soll ich dir noch mal herschicken, an Hans? Na, na, um Gottes Willen. Magst du vielleicht auch, weil du so geschammelt tust jetzt, ha? Also, Franz, du kannst einfach richtig in Verlegenheit bringen. Du, sag mal, warum trinkst du gar kein Bier? Ah, das Glas, da werden wir gleich haben. Prost, Schwägerin! Unverschämtheit ist das. Das muss ausgerechnet mir passieren. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was hast du denn? So, schau mal her. Vom Gericht. Ja. Das habe ich kommen sehen. Eine Beleidigungsklage. Ich hab das ja gleich gesagt. Was soll ich denn tun, Mädi? Du sollst mich vor allen Dingen nicht immer Mädi heißen.
Du wirst mich doch nicht einsperren lassen. Ja, ich, Vater, da kann doch ich nichts machen. Bitte schön, Christel. Gell, du kannst Christel auch sagen. Bitte schön, wenn du jetzt zum Karl hingehst und darfst recht nett reden mit ihm. Mit dem ist aus. Gott sei Dank. Was aus? Und ist so ein netter Mensch gewesen. Ja, ja, jetzt auf einmal, weil du ihn brauchst. Aber der hätte dir nie geholfen. Ja, was tue ich denn dann? Tja, mei, wenn da überhaupt noch was zum Retten ist, dann weiß am ehesten ein Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Ja. Ja, freilich. Ein Rechtsanwalt, der kann mir helfen. Du, gleich geh ich lieber zum Dr. Feigl. Der Dr. Feigl, der hat schon die größten Bazi freigekriegt. Dann wird's bei mir auch nichts haben. Du, den Bazi, auch den Feigl, den suche ich jetzt gleich auf. Mei, wenn's nur mal eine recht saftige Geldstrafe kriegen darfst, dann gewöhnst du doch einmal deine Grobheiten ab. Du meinst das auch gut mit mir? Naja, ein Kopf wird schon nicht gleich kosten. Oh mei, das hab ich kommen sehen. Alle Tag hab ich schon drauf gewartet. Herein. Bonjour. Oh, Madonna di Campiglio. Ehrliche Frau. Ha? Schön wie Sonne. Oh, Sole mio. Bellissima. Haben Sie vielleicht irgendwo einen Defekt? No, niente Defekt. Prego, Signorina, lassen mich bewundern. Was wollen Sie denn eigentlich? Beten an, schöne Frau. Il mio cuore brucia. Hä? Mein Herz brennt. Sieh, dann ging es in den Hausgang raus, da hängt der Feuerlöscher. Hä? Ah, Signorina, wollen nicht sprechen von Amore, wollen auch nicht sprechen von Seinheit. Ecco, wollen kaufen. Signorina, kommen, gucken. Sagen Sie, ist dieses Dorf nicht ehrlich? Ja, geht schon. Geht schon? Christl! Ah, du bist das Franzl. Jetzt kommt er schon. Was, wer kommt? Ja, mein Bruder, der Hans. Ah, jetzt? Der Freili, ich hab dir doch gesagt, dass ich ihn dir einmal schick. Und jetzt kommt er. Du, mein Lieber, das ist vielleicht eine Fixarbeit gewesen, bis ich den Latte all so weit gebracht hab. Salute, Francesco. Wer ist denn er? Ah, ein Hausierer. Ach so. Oh, Signorina, sage nicht diese karzige Wort Hausierer. Il mio nome, Luigi Giacomuzzi. Da kommt er schon, mein Bruder. Francesco. Ah, Bambino. Herr Signorina, haben Befehle für mich. Ich tun alles, was Signorina befehlen. Wenn Signorina sagen, Luigi, holen mir Stern vom Himmel, Luigi bringen Stern, legen auf dich. Wenn Signorina sagen, Luigi, holen Teufel aus Hölle, Luigi bringen auch Diabolo Rosso, legen auf dich. Alles bringen Luigi, Eccoli. Sto Christel. Teufel. Ja, das ist ja der Wickel. Ausgerechnet jetzt. Ja, Wickel. Wie kommst denn du daher? Ja, mein, das ist halt dumm gegangen, Hans, gell? Das Fräulein, das wird sich jetzt natürlich wundern, gell? Nein. Wundern? Ja. Über Ihre Sprich? Ja, kennst du einen Wickel? Gerade hab ich ihn kennengelernt. Der Hergret hat aber einen Zigeuner. Oh, jetzt machen Sie aber einen Punkt, gell? Zigeuner, für Sie war ich doch ein perfekter Italiener, oder? Ja, warum denn? Ja, mein, das ist halt mein Verkäufertrick, sonst nicht. Ah, dass du dich als Italiener aus? Ja, genau, weil doch der Pfennig nichts gilt, wo er geschlagen ist, nicht? Ja, aber darin mache ich jetzt natürlich kein Geschäft mehr. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ja, beim Barras waren wir 2 Jahre beieinander. Sprich, Kommiss, gell? Aha, ja. So ist es. Tja, dann setzen wir uns wieder. Hm? Ja, bitte. Oh, Dankeschön. Also, ein Reisender bist. Ja, in eigenen Geschäften bitte, nicht? Schau, Hans, du hast die väterliche Bierwirtschaft übernommen und ich? Ich habe einen Stoffvertrieb gegründet. Wir sind also 2 selbstständige Geschäftsleute, gell? Ja, hoffentlich floriert dein Geschäft. Ja, ja, ich bin ganz frei. Ich möchte natürlich nicht dein Leben lang dieses Kauderwäsch daherin, gell? Du redst ja Fransen. Und was machst du dann? Ja, ein Geschäft kaufen, wenn ich genügend auf der Kante hab. Ui, das hätte ich gar nicht geglaubt von dir, dass du so vernünftig bist. Gell, da schaust. Ihr werdet euch noch viel zum Erzählen haben. Soll ich euch eine Brotzeit holen? Ja. Nein, Christel, bleib da. Ich hab was zu reden mit dir. Und wir könnten uns am besten gleich ausreden. Unter 4 Augen, meine ich. Ach so. Na ja, mit dir komme ich schon noch zum Reden. Du bleibst doch bei mir über Nacht, Wickerl, oder? Ja, selbstverständlich, wenn du mich brauchen kannst. Ja, klar. Aber momentan habe ich so im Gefühl, als wie wenn ich darin völlig überflüssig wäre. He? Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Wickelpum kann gehen. Ja, geh in Gastum, solange wir machen Brotzeit.
Auf meine Rechnung natürlich. Nein, nein, in dem Fall steht das schon mir zu. Und lassen Sie es Ihnen schmecken. Herr? Leuchinger, aber bleiben wir lieber bei Wickerl. Nimm Luigi. Nein. Luigi geschäftlich, Wickerl privat und Ludwig der Knicker fürs Finanzamt. Cheerio! Cheerio! Ja, setzen wir uns wieder. Hm? Ja, das tun wir. Du, das ist scheint so ein recht netter Mensch, der Wickerl. Ja, das muss man ihm lassen. Ein prima Spezi. Und wie ist es nachher mit uns zwei? Mit uns? Ja, du hättest mir was zum Sagen, hat mir der Franzl gesagt. Ja, ob's nicht doch vielleicht verkaufst, wollte ich dir fragen. Nein, ich verkauf nicht. Ich hab's deinem Vater schon gesagt. Ja, was soll ich denn da machen, wenn ich verkauft hab? Ja, ich versteh das schon. Ich hab ja bloß gemeint gehabt. Würdest du gern sehen, wenn ich verkauf? Nein, es muss nicht sein. Weißt, Hans, ich versteh das, wenn man da aufgewachsen ist, dass man nicht gern weggeht von daheim. Ja, der Franzl hat aber gesagt, du möchtest das absolut haben. Na, du musst dich der Franzl täuscht haben. Der Vater möcht's halt, aber das weißt du ja so. Ja, wenn's bloß der will, dann nicht. Mei, Hans, das liegt ganz bei dir. Ja, da hätte ich ja gar nicht kommen brauchen. Na, bist du so ungern hergegangen? Ja, was heißt da ungern? Grad zur Unterhaltung wärst du mich da nicht herbestellt haben. Du, also wenn's mich so direkt fragst, ich hab dich überhaupt nicht herbestellt. Du hast mich überhaupt nicht? Na? Ja, im Ernst nicht? Na, mei, zuerst da hätte ich schon im Sinn gehabt, aber wie dann der Franzl gesagt hat, ach dass... Ach so, da hat der Sauber das frei erfunden. Ja, dem reise du aber schlafen. Na, komm, tu ihm nix. Er hat's gut gemeint. Ja, nachher. Na, geh jetzt wieder. Da hat mich einer sauber blamiert. Au! Was tust du denn? Da geh mal her. Gleich kriegst du ein paar Watschen. Wegen was denn? Da fragst du noch. Wer hat dir gesagt, dass ich da herkommen soll? Niemand. Ich hab doch nicht gedacht, dass du so blöd bist. Was bin ich? Ob du her gehst? Warum hast du mich da hergefobt, hä? Wer's bald? Warum hab ich gefragt? Weil der du allein sowieso nicht hertraut hättest. Was? Ah ja, weil es wahr ist. Daheim jammert er dauernd und trauen das dir gar nicht. Du jetzt! Ich versteh gar nicht, was der saudumme Bub da herritt. Aber sie versteht's. Weil ich's ja gesagt hab. Weil. Ach so. Hans, bleib doch da. Dass du mich auslachen kannst. Bleib ruhig da. Du weißt ja noch gar nicht, was sie will. Ich lach dich nicht aus, Hans. Da gibt's doch nichts zum Lachen. Ja, ich brauche auch niemanden der Baumer, dass ich so blöd bin. Ja, blöd bist. Aber der Baumer, dass deswegen noch lang kann. Und wir stehen jetzt da. Knie hängert. Franzl, komm. Ja, ist vielleicht nicht wahr. Da steht er wie ein frisch gezogenes Kälbe. Ging gerade noch ab, dass er da was noch hängen lassen. Du, Franzl, jetzt gehst du ein bisschen raus dabei. Hm? Muss das sein? Ja, das muss sein. Zuerst du was halber ausreißen und nachher kann ich gehen, wenn's vielleicht was zu sehen gab. Feigling. Warum sagst du denn nix? Was soll ich denn da noch sagen, wenn du das sowieso schon weißt? Schau, Hans, ich hab dich immer schon gut leiden können. Du schon damals, wenn wir miteinander in die Schule gegangen sind. Ja, Christel. Ja? Christel, da tatst du mich mein. Mhm. Weißt, wie mir der Franzl das verzeiht hat? Du, da hab ich dich gar nicht mehr aus dem Kopf gebracht. Und weißt, wenn man dauernd an jemanden denken muss, da fällt einem alles wieder ein, wie es gewesen ist. Mhm. Und da ist mir klar geworden, dass ich die recht gut leiden kann. Dass ich die richtig gern hab, Hans. Ach, Christel, das gibt's ja gar nicht. Mei, ist der blöd. Ja. Hoffentlich traum ich nicht. Christel, tätst du mich heiraten? Ja. Ja, Christel. Jawohl, jetzt greift er an. Bist schon wieder da? Du sag einmal, Hans, ist das eigentlich schön? Was? Ja, das Puzzeln da meine ich. Ja, wart's, bis du selber drauf kommst. Ja, schneller komme ich drauf als wie du. Ja. Und überhaupt, was krieg ich jetzt da dafür? Ja, wärst schon jetzt kurz gekommen. Ja, und du warst schon jetzt mal noch bald ausgerissen. Oh, bloß das Rechte. Mei, dafür kriegst du jetzt daheim die Wirtschaft, wenn du alt genug bist. Was? Na, gescheit. Mhm. Freilich, der Hans wird jetzt kreuzfrei. Ja, nachher. Für das hab ich schon was da können. Ja. Aber momentan könnte ich noch 5 Mark brauchen. Ja. Die kriegst du von mir aus. Da,
Dankeschön. Ja, ich bin da auch noch auf 50er schuldig. Ja. Ja, die sind ja auch 5 Mark. Hm? Ja, da kann ich dir nicht rausgeben drauf. Halt's nur. Du hast ja schon deinen Lohn verdient. Dankeschön. Aber jetzt nimm Fürst und der Dachsel und verschwind. Sofort. Ich hab sowieso was Wichtigeres zu tun, als euch zwei beim Puzzeln zuschauen. Ja. Mein Christel. Ui, der Vater. Du geh dabei hinaus. Der braucht's im Moment noch gar nicht wissen. Sitz dir ein bisschen in die Gaststube zu deinem Freund. Doch, ich geh schon. Ist doch das was, hä? So, Vater, was ist jetzt? Der Rechtsanwalt, der kann mir auch nicht helfen. Ja, und? Was wär jetzt? Ja, mich. Eingesperrt wär ich halt. Ach, geh zu. Ja, er hat's gesagt, wenn mich nicht vorher der Schlag trifft. Ja, was soll ich denn tun, Christel? Was soll ich denn tun? Ja, hat er dir denn gar keinen Rat gegeben? Nein, da hilft nichts, sagt er. Ableihen kann man nichts. In dem Fall gäbe es nur eine Möglichkeit, hat er gesagt, aber die trifft bei mir nicht zu. Aha, was ist denn das? Unzurechnungsfähig, müsst ihr halt sehen. Ach so, na, das geht freilich nicht. Ja, was mache ich denn bloß, dass die mich für geistig umnachtet halten? Nix. Du, Vater, hör mal zu, ich muss dir was sagen. Ja, was? Du, ich wär vielleicht bald heiraten. Das interessiert mich im Moment gar nicht. Von mir aus heiratst, wenn's magst. Vielleicht interessiert's dich doch. Nein. Am Boschinger Hans möchte ich heiraten. Wen? Am Boschinger Hans. Am Boschinger Hans? Ja? Nein, mein Lieber, den heiratst du nicht. Warum? Du hast doch gerade gesagt, von mir aus heiratst, wenn's magst. Aber den nicht. Weil der ist schuld dran, dass er so da sitzt, weil er mir nicht verkauft hat. Ach, Vater, schuld ist gar niemand wie du selber. Und heiraten tue ich, wenn ich mag. Der ist schuld. Den heiratst nicht. Verstanden? Außerdem bringt's fertig, dass ich nicht gestraft wäre wegen Nervenzerrüttung, weil er mir so geärgert hat. Aber wenn er das nicht wieder gut macht, dann ist aus und dabei bleibt's, verstanden? Ach. Gratuliere, Fräulein Christel. Meine allerbesten Glückwünsche, der Hans hat mir's gerade erzählt. Was? Sie und den Stoff für das Brautkleid, den liefert die Firma Leuginger. Kostenlos, reine Seide natürlich gratis und Franco, das versteht sich von selber, gell? Dankeschön. Das ist klar, jetzt redet der Zigeuner auf einmal bayerisch. Was denn? Jetzt wär's mir aber zu dumm. Was war der denn? Weißt du, was der Schneider zu mir gesagt hat, wie er ihm deinen Stoff gebracht hat? Nein. So einen Hadern hat er gesagt, dass seine Frau nicht einmal als Putzlumpen hernehmen. Dann sagen Sie den Schneider einen schönen Gruß und er ist ein reinrassiger Naturtrottel mit Stammbaum, gell? Den Kerl bring ihn unter. Reg dich doch nicht wieder auf. Das Beste wird sein, du legst dich jetzt ein bisschen hin. Hm? Ein Moment, ich hätte noch eine Frage. Hm? Ich sehe da einen Ring keinen Fernseher, habt ihr vielleicht keinen? Warum? Weil ich euch sonst ein wunderbares Gerät preiswertes vermitteln darf. Ich hab geglaubt, der handelt mit Stoff. Nein, Irrtum, für meine Freunde, da handle ich mit allem. Dir gebe ich gleich Freunde hier, jetzt. Ja, gib's doch einmal eine Ruhe. Außerdem haben wir schon einen Fernseher. So, wo denn? Drum im Schlafzimmer. Wieso da? Mei, weil der Vater immer sagt, vor dem Kasten schlaft er am besten. Ja, das ist jetzt gut, leg natürlich. Die hin, komm. Ja. Zum Fernseher, gell? Ja. Natürlich ist der Stoff verhadern, das weiß ich doch selber. Aber möchte der Knallbrot vielleicht für 45 Mark einen englischen Kammgarten, oder was? Herr Bachmeier. Teufel. Bitte? Diabolo, ich spreche. Oh, cara mia. Mia grande amore. Heißt das nicht meine große Liebe? Si. Du parla italiano? Ach, nur ein bisschen, aber ich möchte es gern lernen. Ah, weil du mich lieben. Nein, ich möchte mich nur ein bisschen unterhalten. Bene, gut. Unterhalten wir also. Ach, das ist doch keine Unterhaltung. Aber Signorina ist mir aber der liebste Unterhaltung. Erzählen Sie mir lieber was. Ecco, erzählen also. Ich wollen bald kaufen ein Geschäft und wollen heiraten dann. Ach, Sie haben schon eine Braut? No, ich habe noch nichts, Braut. Ich wolle finden eine Ragazze. Ein Mädchen so wie diese. Nur nicht so Colore, Farben im Gesicht. Gefällt Ihnen mein Lippenstift nicht? No. Ich wolle finden eine Mädchen, nichts Reklame für Farbgeschäft. Gießen, sonst nichts gut. Wolle machen weg. Prego, io helfen. Und nun probieren una Provatore ob gut. Was machst denn du da? Gefragt doch nicht so blöd, was ist denn jetzt? Sie sind gar
Italiener? Nein, lieber nicht. Sie sind ein Hochstapler. Okay, Also, weißt du, in einer dümmen Zeit hättest du auch nicht daherkommen können. He? Jetzt hast du mir verschreckt, die Käse Biene, nicht? Das kann ich doch nicht wissen. Ah. Grad vorhin hast du gesagt, das Italienische ist nur fürs Geschäft. Ja, schon, Hans, schon. Schau, mit dem Geschäft hat's angefangen und jetzt hätte ich gerade eine Dolmetscherin gesucht, gell? Ach, Christel. Mei, hast du das du schon. Ja, ich hab auch lang genug leiden müssen. Nein, und da hat die Geschichte einen Haken, Hans. Ja, was denn für einen? Ach, der Vater ist dagegen. Ja, das hätte ich mir denken können. Freilich bin ich schon alt nur, aber mir wär's halt doch lieber im Frieden. Du, Hans, pass mal auf. Der Vater hat einen Beleidigungsprozess am Hals. Ja? Wenn's das du jetzt fertig bringst, dass ihm nichts passiert, dann ist er einverstanden, hat er gesagt. Wie soll ich denn das? Ja? Ja, da lasst's aus. Nein, du bist vielleicht ein schlechter Geschäftsmann, Hans. Auf dem ersten Schreckschuss hin schon aufgeben. Sagen Sie mal, lass Sie da nichts ablögnen. Er hat heute die Herren im Landratsamt schriftlich beleidigt. Oh, das ist natürlich schlechter. Ja, da hilft eigentlich nichts anderes als wie Unzurechnungsfähigkeit, nicht? Ja, aber er ist ja nicht. Ja, auf das kommt's nicht drauf an. Das Wichtigste wäre jetzt natürlich ein einwandfreies Gutachten, gell? Ja, und wo willst du das so schnell hernehmen? Du weißt was? Das nehme ich jetzt in die Hand. Und du glaubst, dass du die Sache in Ordnung bringst? Okay, du kennst ja einen Wicker, Leuchinger macht's möglich, nicht? Ja, also, dann verlasse ich mich ganz auf dich. Das tust. So, und jetzt macht's keine solchen Gesichter nicht mehr, gebt's euch lieber ein Pustel. Ja, ich schau so lang weg dabei, nicht? Ja, was ist jetzt? Wird's bald? Ach, Frau Christel, hier sind Sie. Bitte entscheiden Sie. Oh, muss das jetzt sein? Pressiert überhaupt nicht. So, und jetzt schaut mal her, ihr zwei Anfänger, wie man das macht, gell? Quietsch nicht, Mausi, jetzt gehörst der Katz. Was mache ich denn bloß? Ausgerechnet muss mir das passieren. Deine Phänomene. Nein, du kannst dein Fall deppert machen mit deinem Umeinanderrennen da herin. Sitz dich doch endlich einmal hier. Jesus. Der hört mich gar nicht. Nein. Vater! Hä? Hier sitzen sollst du. Ja, ist schon recht. Du lang brauchst immer weitermachen so. Nachher bist du es, was der Rechtsanwalt meint. Wirklich? Ja, ich glaub. Die Gefreite sind noch. Ja, dann werden wir geholfen. Du übertreibst voll nicht, gell? Du sag einmal, kann man denn da Hans auch nicht helfen? Mei, er tut, was er kann, hat er gesagt. Du, heute kommt er wieder. Und der kommt alle Tage, aber nicht wegen mir. Geh, Vater. Gefreut dich das denn gar nicht, dass das Wirtshaus jetzt in Familie kommt? Hm. Du, und dass wir es modern ausbauen, das kann uns niemand verbieten. In Familie kommt gar nichts, wenn man nicht geholfen wird. Ich hab's mit dem Hans schon ausgemacht, wie alles werden soll. Das ist mir momentan ganz wurscht. Solange der Prozess nicht vorbei ist. Mein Gott, wenn ich da denke, dass ich da vor dem Gericht stehe, als Angeklagter und eingesperrt werde, da baum ich dir den gar nicht, Christel. Freilich, da baumst du mir. Aber du hast den nie auf mich hören wollen. Ja, mein Gott. Da, trink das.
Vielleicht wird auf das ein bisschen leichter. Oh. Oh. Gut. Okay. Ja. Noch einen? Ja. Also. Ja. Danke. Prost. Prost. Oh. Noch besser. Noch einen? Nein, nein. War ja das schon zu viel. Was meinst du, was der Doktor sagt, wenn du so saufst? Hä? Aber du glaubst schon, dass ein Hans was einfällt? Ach, am Hans vielleicht nicht. Aber seinem Freund am Wickel. Ja, wer ist denn das? Na, der Hausierer. Was? Der Zigeuner? Oh, komm, das ist kein Zigeuner. So recht ein netter Mensch. Ja, wenn er mir hilft, dann ist er tatsächlich ein netter Mensch. Vater, das Beste wird sein, du legst dich jetzt ins Bett. Ja, ich geh ins Bett. Ich bin müde. Müde. Und dann ist. Sag mal, kannst du nun aufgehen allein? Ja, das glaubst. Hoppala. Jetzt setz mich bald dran. Aber es macht nichts hier. Ich stehe noch ganz gut auf die Füße. Aber fast keine Angst mehr vom Gericht. Weißt du, das ist alles wie weggeblasen. Hoppala. Geh weiter, komm. Ich bring den auf. Medi? Ja? Bin ich jetzt unzurechnungsfähig? Ja, für eine Zeit lang schon. Dann ist gut. Komm. Ach, pass doch auf deine Füße auf, Vater. Jetzt komm. Ah, gut. Ein Elefant ist ein Grashupfer gegen dich. Kein Mensch daheim? Dann kann auch niemand hereinsagen, nicht? Ei, ei. Oh, keine schlechte Marke. Hm? An den könnt ihr mich gewinnen. Ach, Sie sind hier. Ah, da schau her, du bist mir gerade noch abgegangen zu meinem stillen Glück. Geh, komm mal her da zu mir. Na komm und tu dich nicht zieren. Sie Hochstapler. Geh mal, sie macht da keine Meise und geh her zu deinem Bräutigam. Wie kommen Sie dazu, sich meinen Bräutigam zu nennen? Ganz einfach aus der Tatsache, dass ich dich als mein zukünftiges Eheweib betrachte, nicht? Ja, das Widerspenstige, das werde ich dir schon austreiben. Da pass auf. Reichlich unverschämt sind Sie. Das verlangt mein Geschäft. Jetzt geh weiter. Na? Wir haben noch allerhand zum Ausreden miteinander vor die Flitterwochen, gell? Och, ich wüsste nicht, was wir uns noch zu sagen hätten. Also glaubst du, seinen Charakter hast du benannt wie ein Dackel? Sie werden ordinär. Geh, bleib da hocker, fahr die Nocker. Wie bitte? Mein Lieber, das wird noch einen Kampf kosten, bis ich dich zu einer brauchbaren und anschmiegsamen Lebensgefährtin erzogen habe. Gesicht hast du auch wieder angeschmiert, dass der grausen kennt. Darüber bin ich Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Was heißt da Rechenschaft? Alle Tag brauche ich ja frisch Taschen durch wegen dir, nicht? Ja, ja. Oh, sie tun mir ja weh. Ist schon besser? Bisschen. So, und jetzt passt doch mal auf. Ich hab dir doch schon mal erzählt, dass ich eine Familie gründen möchte. Weißt du das noch? Ja. Ja, und das geht ja bekanntlich nicht allein, nicht? Ha, nicht gut. Eben. Und darum frage ich dich jetzt ganz im Ernst. Möchtest du bei der Gründungsfeier dabei sein? Was hätte ich denn dabei zu tun? Mich als Gattin heißen und innig lieben und meine Kinder aufziehen. Du hast Kinder? Nein, bis jetzt noch nicht, aber rechnen muss man auf alle Fälle damit, dass ich einen Zuwachs einstecke, gell? Ach, du. Ja, und dann noch den Haushalt führen und am Anfang vielleicht noch die Buchhaltung mit übernehmen. Solange, bis ich mir einen steilen Bürozahn leisten kann, gell? Buchhaltung? Ja, die Buchhaltung. Seit gestern bin ich nämlich sesshafter Geschäftsinhaber. Das kleine Textilgeschäft gleich nebenan habe ich mir gekauft. Ja, hast du denn so viel Geld gehabt? Na, ganz hat's nicht gereicht, aber den Rest gibt mir die Christel auf 5 Jahre zinsfrei. Also magst? Ach, ich hätte dich auch so gemacht. Wiegerl.
Wiegerl, sagt die. Du, sag einmal, wo kommst denn du eigentlich her? Aus Köln. Ja, da verrück. Da bist ja du sozusagen eine Preisin mit mildernden Umständen. He? Also, was ist, nimmst du mich? Ja. Du, pass auf, dann probieren wir es miteinander. Wer singt die Firma Leuchinger, die haut hin. Und die Familie Leuchinger? Ja, die grimmt man natürlich möglichst bald, dass auch was wird draus, gell, Schnucki? So, Herr Leuchinger, gibt's was Neues? Lass mal doch den Leuchinger, bleiben wir bei Wickerl. Ja, Neues gibt's allerhand. Wir haben soeben beschlossen, eine Familie zu gründen. Ihr? Na, im Ernst? Ja, im Sinn hätten wir schon, ganz im Ernst. Ist aber auch möglich, dass eine Gaudi draus wird, wenn wir mal verheiratet sind, gell? Ja, dann gratuliere ich halt. Danke. Du, was wünscht er denn als Hochzeitsgeschenk? Taschentücher. Was? Ja, mindestens 10 Dutzend Taschentücher, die brauche ich notwendig, weil der Lippenstift auch beim Waschen immer so schlecht rausgeht. Ach, du bist schrecklich wie, gell? Der muss ich glatt noch einen Sprachunterricht geben. Ja, hätte ich bald vergessen, noch eine Neuigkeit. Dem Herr Kreuzbräu wird geholfen. Mei, wir denn? Ja, ein Gutachten lasse ich ihm ausstellen, dass er unzurechnungsfähig ist, nicht? Ja, von wem? Vom Herrn Professor Gräber aus München. Der ist ein Psychiater und eine Kapazität. Wie kommst du denn zu dem? Ja, mei, weißt, das sind halt meine Geschäftsbeziehungen, nicht? Der ist nämlich Antiquitäten-Fan für all die Bauernmöbel, nicht? Und ich komme weit rum und bin so quasi sein Einkäufer im Außendienst. Ah, so ist das. Ja, du, dieser Gräber ist ja ein Doktor. Erster Klassiker. Mhm. Der hat keine Praxis nimmer und geht auch in kein Krankenhaus. Der stellt nur noch Gutachten aus. Tja, meinst du, der macht den Schwindel mit? Schwindel, christlich, bitte dich. Der Herr Professor Gräber hat doch nur internationale Kundschaft. Lauter Wirtschaftsbosse, nicht wahr? Nein, nein, der Mann ist streng korrekt und darum gelten auch seine Gutachten überall. Sogar beim Finanzamt. Ja, aber mein Vater ist doch nicht wirklich narrisch. Mei, kein Mensch ist doch heute hundertprozentig normal. Nicht einmal ich, nicht? Nein, nein, mein Doktor schreibt das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen. Wirst du sehen? Mir soll es recht sein. Ja. Marga, unbandiger Schatz. Schau mir nichts an, weißt du? Meine Gedanken schweifen sonst immer ab, gell? Und wann feiern wir unsere Verlobung? Unsere Verlobung? Ja, vielleicht heute auf Nacht gemeinsam mit der Christel. Ja, das geht dann in einen aufwaschen und uns kostet nichts, nicht? Sei doch nicht so schofel. Was heißt doch schofel? Ich bin nur geschäftstüchtig. Du, und darum lass mich jetzt mit der Christel allein weiterverhandeln. Weißt du, der Blick, der bringt mich noch ganz durcheinander. Verstehst du? Na schön, ich will dich nicht länger verwirren. Du brauchst jetzt dein Köpfchen. Tschüss. Wiegerl. Tschüss, Wiegerl. Fertig gut mit Rosenwasser. Mein Wiegerl, ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Warum? Na ja, wenn mein Vater nicht narrisch ist, dann kann der Professor doch auch einen guten Gewissen unzurechnungsfähig schreiben. Mei, schau, Christel, wenn er nicht narrisch ist, dann muss man halt ein bisschen narrisch machen, nicht? Na ja, aber wir? Ja, ich werde meine schöne Geschichte erzählen, ein Märchen vielleicht. Hm. Du, sag einmal, wo ist er denn überhaupt? Schlafen tut er. Du, der hat 2 Tassen Cognac getrunken. Ach so. Ja, aber das hilft jetzt nichts, der muss aufstehen, gell? Ja, aber mit dem wirst du jetzt nichts anfangen können. Das glaube ich wieder weniger, weil das, was ich ihm zu sagen habe, das versteht er sicher. Mei, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte er ihm natürlich nichts mehr zum Trinken. So, den werde ich jetzt moralisch fertig machen, dass er sich am liebsten in ein Mausloch verkriecht. Schudala, da bin ich. Du, was ist denn, der Professor schon gesichtet worden? Ja, jeden Moment wird er da sein. Also wie ausgemacht, du gehst dann mit ihm daher, damit er nicht lang suchen muss, ja, nicht? Genau. Du. Muss aber nicht die ganze Gemeinde davon erfahren, verstehst du? Du meinst, dass er mir ein Trinkgeld gibt? Das weißt du eh nicht. Tu mir aber ja nicht anbetteln, gell? Ich bin doch kein Bettelbub. Nicht? Du, sag einmal, was sagt denn der Hans? Du, der hupft gerade umeinander, so aufgeregt ist er. Sagst ihm einen schönen Gruß und in einer halben Stunde soll er herkommen, dabei ist da die Sache ganz vorbei. Ja, du, und du schaust jetzt, dass du den Professor herbringst, gell? Machen wir aber keine Dummheiten. Ja, Dummheiten will ich machen. Mein Lieber. Aber da bleibt's dabei. Bei was? Dass ich zu dir entleer komme. Ja, wenn du unbedingt der Stoffdandler werden willst, ich hab nichts dagegen. Und jetzt gehen wir, marsch, flieg an, naus, weiter. Ja. So. Jetzt komm, Vater. Warum muss ich denn schon wieder aufstehen? Ja, das siehst du jetzt gleich. Jetzt kommen wir. Da sitzt die hin. Oh. Was möchtest du denn her, du? Er hat was zu reden mit dir. Du, ich glaub, wegen einem Prozess. Aha. Der wird jetzt gleich munter werden, wenn ich mit ihm allein bin. Hoffentlich geht das alles gut aus. Ja, ja, das machen wir schon. Ja, jetzt schlaft der schon wieder. Ja, so mag ich's. Mein lieber Freund, das wird jetzt ein grausames Erwachen geben. Hey!
Aufwachen! Aufwachen, so ist! Ja, wie redest denn du mit mir? Ganz im Gefängnis, Jargon. Was? Ja, du musst jetzt langsam dran gewinnen. Meinst du wirklich? Aha, jetzt reißt er seine Eiger auf. Du, und wenn du jetzt nicht munter bleibst, dann schiebt dir dein Kübel viel Wasser ins Gesicht, nicht? Wir haben da nicht stundenlang Zeit, bis du ausgeschlafen hast. Ja, warum? Was ist denn los? Jetzt pass mal auf. Es geht um deinen Prozess. Bist du weit, dass du das verstehst? Um deinen Beleidigungsprozess. Beleidigungsprozess? Ja. Ja, gibt's was Neues, du? Ja, da gibt's halt wie immer im Leben zwei Möglichkeiten, nicht? Die erste, das ist eine politische Lösung. Du brauchst aber eine Lupe, nicht? Was brauche ich? Ja, das dauert lang, bis du das kapierst. Sag einmal, bist du in einer Partei? Nein, nie gewesen. Oh mein, Geschäftsmann und in keiner Partei. Ja, da musst du ja pleite gehen. Ja, sympathisierst wenigstens mit einem, mein, wählst eine. Natürlich, immer dasselbe. Wissen die das? Weil ich, da hab ich kein Geheimnis draus gemacht. Aha, ja und, was für eine wählst du? Jesus, Marend und Josef. Ja, das ist ja die Falsche, die sind doch in der Opposition. Ja, die können wir jetzt nicht brauchen. Nicht? Nein, wenn du jetzt zum Beispiel in der gleichen Partei wärst, wie, sagen wir mal, der Landrat, dann ging was, nicht? Und so geht nichts. Ja, aber schon rein gar nichts, da schadest du ja eher. Ja, erst tritt natürlich die zweite Möglichkeit ein. Ja, und wie ist die? Eingesperrt wirst. Eingesperrt? Ja. Ja, um Gottes Willen, du hast doch gesagt, dass du mir hilfst. Ja, freilich hilf ich, aber momentan schaut's besser aus, ja, nicht? Ich hab doch nichts gestohlen und ich hab doch keinen umgebracht. Oh mein, die trauen da doch noch ganz andere Sachen zu. Andere Sachen? Ja, was hast denn? Ja, was denn? Du, pass auf. Hä? Gut, dass ich's früher genug erfahren hab. Hä? Heute kommt ein Kriminaler zu dir ins Haus. Ein Kriminaler? Ja. Nein. Ja, ganz geheim, nicht in Zivil natürlich. Und der wird dich um so allerhand ausfragen. Mich? Ja, freilich die, wem denn sonst? Du, der fragt so rum, dass du gar nicht spannst, was der will, verstehst? Ja, was soll ich denn da machen? Ganz vorsichtig sein, jedes Wort genau überlegen, bevor du das aussprichst. Du, das Beste wird sehen, ich versteck mich. Okay, nein, das hilft doch nichts, der findet dich doch überall. Da heißt dann Haus durchsuchen und wenn du ein bisschen dumm daher ist, bumm, bist du in Untersuchungshaft, nicht? Nein. Ja, du brauchst denn nur vorsichtig sein, was du sagst. Dann kann dir überhaupt nichts passieren. Ja, jetzt ist er da. Lass ihn nicht rein! Lass ihn nicht rein! Da ist er schon herin. In der Gaststube sitzt er. Bitte schön, hilf mir. Denn? Bleib da bei mir. Lass mich nicht allein. Nein, nein, nachher red ich zuerst mit ihm allein, gell? Ja, ja. Und jetzt gehst du hinaus. Christel, bring ihn raus. Komm. Lass ihn aber nicht aus die Augen, dass uns nicht davonlaufen. Bitte schön, du musst mir helfen. Ja, ich rede nachher schon für ihn, für dich, aber jetzt geh schon mit der Christel, ja, gell? Komm, Vater. Leg ein gutes Wort für mich ein, bitte schön. Mach ich, aber schau, da einen Ring kann ich dir jetzt nicht brauchen. Komm, genauso mit der Christel, geh weiter, geh weiter. Ja, alles recht. Komm. Ja, hoffen wir's. Mein Lieber, das ist vielleicht ein schwieriger Patient. Da machst du was mit. Servus, mein lieber Leuchinger. Ja, meine Verehrung, Herr Professor. Bitte näher zu treten. Wollen Sie bitte schön ablegen, Herr Professor? Danke, mein Bester. Und, Herr Professor, wie geht's denn immer, hä? Gesundheitlich meine ich halt, alles andere steht doch außer Frage bei so einer Kapazität. Ja, danke, ich bin zufrieden. Ja, das freut mich. Um gleich auf den Fall zu kommen, aha. Sie verstehen mich, ich möchte den Anschlusszug um 17.40 Uhr nach München noch erreichen. Gut, gut. Habe also verhältnismäßig wenig Zeit zur Verfügung. Das ist ja wunderbar, Herr Professor. Können Sie mir vielleicht Vorgeschichte und Krankheitssymptome kurz schildern? Ja, selbstverständlich. Bitte, Herr Professor, nehmen Sie doch Platz. Ja, schauen Sie, Herr Professor, die Geschichte ist nämlich so, gell? Also angefangen hat sie ja Knarrbeiß, gell? Das ist aber schon länger her, nicht? Dann ist sie immer ärger geworden und er ist aufgeregter geworden. Sie, und in der letzten Zeit hat er der manchmal zuständig, dass man sagen muss, der spinnt. Kennen Sie den Mann näher? Nein, nein, nur geschäftlich. Sonst habe ich überhaupt nichts mit ihm zu tun. Nicht? Mir geht ja die ganze Sache überhaupt gar nichts an. Hab nur zufällig davon erfahren und nur aus Humanität. Mein. Schauen Sie, weil er mir heute erbarmt, habe ich Sie verständigt, nicht? Herr Professor, dass ich nicht vergesse. In Hintermosen habe ich ein Prachtexemplar von einem Bauernschrank entdeckt. Zucker, sage ich Ihnen. Anno 1773, sehr gut erhalten und sehr preiswert. Oh ja, das interessiert mich. Gell, das glaube ich. Doch, davon später kommen wir auf unseren Fall zurück. Aha, kommen wir wieder auf unseren Fall zurück, ja. Also, wie gesagt, es ist nämlich zu befürchten, dass wenn dieser arme, verängstigte Mensch vors Gericht muss, nicht, dass er dann ganz überschnappt. Mei, bis jetzt ist er sein Trara.
noch völlig harmlos. Schauen Sie, vielleicht sagt man heutzutage in der Hitze des Alltages Esel, Ochs oder Rindfisch zu einem. Nicht? Bei den heutigen Fleischpreisen doch nur ein Kompliment, gell, Herr Professor? Ja. Ist gut, Leuchinger. Ihre Ausführungen sind da mehr populärer Natur. Ach so, ja. Ja, ich sehe mir am besten den Mann selbst an. Schicken Sie ihn doch gleich herein. Ja, selbstverständlich, Herr Professor Christel. Ja? Dem Vater bitteschön. Ja, Herr Professor, Sie glauben ja gar nicht, was dieser arme, verängstigte Mensch alles mitmacht. Das ist direkt erschütternd. Na ja, Sie werden es ja gleich selber sehen, gell? Na, wo bleibt er denn so lang? War in letzter Zeit in ärztlicher Behandlung. Nein, eben nicht. Gut, dass wir das fragen, Herr Professor. Er hat ja immer Angst, der Doktor möchte ihn vergiften, nicht? Sie, das Beste wird ja sein, Sie sagen ihm das gar nicht, was Sie wirklich sind. Das hatte ich ja sowieso nicht vor. Ja, das ist gut. Na, der lässt aber auf sich warten. Ja, das verstehe ich nicht. Entschuldigen, Herr Professor, da muss ich gleich selber. Oh, der geht mir nicht rein. Aha, also mag ich's. Bitte, Herr Professor, da haben wir wieder die gewissen Symptome. Er mag nicht rein. Weiß der Teufel, was er sich da wieder einbildet. Aber da hilft jetzt alles nichts. Er muss rein. Komm, Christel, hol mir. Geh mal. Scheint aber ein komplizierter Fall zu sein. Auslassen, bitteschön, auslassen. Nein, morgen nicht. Mädi, hilf mir doch. So, und so, da hat man jetzt da den Burschen. Du und du tust dich jetzt anständig aufführen. Gell? Du brauchst gar keine Angst haben. Der Herr tut dir nichts. Christel, komm, geh mal. Raus möchte ich bitteschön. Ruhig, ha? Ganz ruhig, lieber Freund. Es geschieht Ihnen doch nichts. Aufmacher! Bagage übereinander! Wer sperrt denn da zu? Die lassen mich nicht raus. So bleiben Sie doch. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Na, ja, haben lieber Sie denn, nicht. Ja, haben Sie denn Angst vor mir? Ja. Ah, das heißt nein, natürlich. Sie können auch ganz beruhigt sein. Ja? Kein Mensch tut Ihnen was. Ja. Wollen wir uns nicht setzen? Na, bitteschön, na. Gut, bleiben wir heute stehen. Ja. Aber ein paar Fragen müssen Sie mir schon beantworten, lieber Freund. Warum ist das ein Verhör? Nein, nur eine statistische Erfassung, weiter nichts. Wäre ich da eingesperrt, wenn ich rede? Aber nein, natürlich nicht. Warum sollten Sie denn eingesperrt werden? Ich hab sonst nichts angestellt. Ganz gewiss nicht. Natürlich nicht, das weiß ich doch, mein Bester. Ja? Wollen Sie mir antworten, wenn ich Sie was frage? Ja, ich weiß nicht. Können Sie mir sagen, wie viel ist 36 und 36? Zu was das? Na, ich hätte es gern gewusst. Hab's tatsächlich vergessen. Hä? Ich sag, ich hab's vergessen, wie viel 36 und 36 ist. Hab's vergessen. Ich auch. Das ist aber schade. Aber vielleicht können Sie mir sagen, wie viel 3 mal 3 ist. Warum? Wissen Sie das auch nicht? Hab's vergessen. Na, wie viel ist 3 mal 3? Nein, nee. Gut, das haben Sie schön gesagt. So, und jetzt gehen wir mal zum Tisch hinüber. Ja, ich mag nicht gern sitzen. Aber ich tue Ihnen doch nichts. Ja, nein, ganz bestimmt nicht. So. Ach. Gott sei Dank. So. Und jetzt schauen wir mal den Puls an. Ruhig. Ganz ruhig. Möchte wetten, dass auch das Herz nicht ganz in Ordnung ist. Aber der weiß alles. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich hab sonst nichts getan. Ganz gewiss nicht. Prüfen wir einmal den Pupillenreflex. Nein, nicht. Typisch. Was schreibt er jetzt da? Ich glaub, der kennt's und die Augen. So. Und jetzt sagen Sie mir einmal, was machen Sie so den ganzen Tag? Ich? Hm? Was ich mache? Ja? Ja, arbeiten Sie viel oder schlafen Sie viel? Schlafen. Hm. Viel schlafen, ja. Hm? Und mit was unterhalten Sie sich am liebsten? Unterhalten? Hm?
Ja, gar nicht. Ich arbeiten. Nichts wie arbeiten. Mhm. Ja, und wenn Sie spazieren gehen, gehen Sie dann irgendwo hin, wo Sie allein sind, oder wollen Sie lieber Menschen um sich haben? Na, wenn ich das wieder wisst. Ja, ich weiß nicht, ich gehe nicht spazieren. Ja, aber am Sonntag gehen Sie doch sicher in die Kirche. In Kirchen? Warum ist da was gestohlen worden? Sie, wieso glauben Sie, dass dort was gestohlen worden sein könnte? Nein, um Gottes Willen, ich komme meinen Lebtag in keine Kirche. Ah, Sie sind religionslos. Nein, das nicht, ich gehe schon in die Kirche. Jeden Sonntag gehe ich in die Kirche. Aber in die Kirche, wo Sie vielleicht meinen, da bin ich noch nie gekommen. In welche Kirche? Ich weiß auch nicht, in die halt da wo was gestohlen worden ist. Hm. Mein Gott, der glaubt mir nichts mehr. Verdrängte Komplexe. Anscheinend eine ungesühnte Straftat, die jahrelang das Gewissen belastet. Jetzt passen Sie mal schön auf. Ja? Haben Sie ja mal, na in der Jugend vielleicht, haben Sie da irgendwann mal eine strafbare Handlung begangen? Ja, Sie können mir das ruhig anvertrauen, ich kann Ihnen vielleicht helfen. Nein, ganz gewiss nicht. Da schauen Sie mir nur meine Eintauung. Na, müssen Sie es erkennen. Ich hab nichts getan. Gar nichts sonst. Aber Sie sagen immer sonst. Sie können mir's doch ruhig sagen, was Sie bedrückt. Na, haben Sie denn kein Vertrauen zu mir? Nein. Ja, das heißt ja, ich mein. Mein Gott, bitteschön, Herr Kommissar, bitteschön, schauen Sie mich an. Ich hab nichts getan sonst. Sonst? Ein falscher Verdacht. Ein Justizirrtum, bitteschön. Kein Haftbefehl ausstellen. Lassen Sie mich da. Nur schön still sein, es wird Ihnen ja kein Haar gekrümmt. Hallo, bitte kommen. Bitte kommen, bitte. Ja, was ist denn? Bitteschön. Bitteschön. Niedersperren. Niedersperren. Ja, Vater, um Gottes Willen, warum knierst denn du am Boden? Ja, kommst du auf, geh weiter. Geh, Christel, bring ihn durchs Bett. Vater, ja, was komm, ist jetzt mit mir? Komm, das wird alles recht. Komm, ja, sagen Sie mir, was ist denn jetzt los, Herr Professor? Ein merkwürdiger Fall. Nein. Sind ja nicht sehr häufig, diese Fälle, aber nicht unheilbar. Ja. Der Patient braucht Geduld, sehr viel Geduld und eine langdauernde Behandlung. Ja, das machen wir dann schon, Herr Professor, aber momentan wäre halt das Gutachten das Wichtigste. Ja, das habe ich schon. Haben wir schon? Ja, das ist ja gut. So, das dürfte sogar für schwerere Straftaten und nicht nur für eine Beleidigungsklage genügen. Dann passiert ihm jetzt nichts mehr, hä? Aber nein. Das ist ja wunderbar. Aber natürlich nicht. Das brauchen Sie nur seinem Anwalt zu übergeben. Ja. So. Mein Gott. Was ist denn? Ja, ich habe höchste Zeit. Ja, um 17.40 Uhr geht mein Zug. Hoffentlich schaffe ich ja, das. Ja, husch, Herr Professor. Halt, Herr Professor, Ihr Mantel. Ach ja. Ja, was haben wir denn? Ohne Mantel könnte man sich doch verkühlen, gell? So. Ja, danke. Bitte sehr. Halt! Zuhutel, Herr Professor. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Halt, Herr Professor. Was geht man denn ohne die Handschuhe? Danke. Ja, bitteschön. Halt, Herr Professor. Jetzt wäre natürlich das Taschel noch da, gell? Was haben wir denn heute? Danke, nein, sowas. Also, Mama, bin ich ja wirklich ein bisschen vergesslich. Ja, ein bisschen ist gut, gell? Herr Professor. Und wegen dem Bauernschrank, da schicke ich Ihnen noch ein Farbfoto mit Preisangabe. Ah, ja, danke, Leuchinger, danke. Adieu. Bitte schön, adieu. Was meinen Sie? Da ging's doch herein. Herr Professor. Ach so, ja, danke. Mein Lieber. Der hat auch eine leichte Gehirnbronchitis. Ja, was ist denn? Was tut er denn? Er redet nichts und teilt nichts. Wenn man was fragt, dann schüttelt er in einer durch den Kopf. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Schick man nur her. Mein Gott, hoffentlich vergeht es. Ja, freilich, das machen wir schon. So, jetzt werden wir mal schauen, was das Professor geschrieben hat. Ja, das ist ja wunderbar. Hm. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt komm nur. Da sitzt die hier. Der Wickel hat da noch was zum Sagen. In Gottes Namen. Ist er schon fort? Ja, ich glaube, das Ärgste hast du jetzt überstanden. Also, was ist noch jetzt mit mir? Ja, schau her, du hast dein Attest ein Glanzstück. Also, ich an deiner Stelle würde mir das einrahmen lassen. Ja?
Also unheilbar geisteskrank bist du ja nicht, schreibt er. Aber sonst fällt's ziemlich weg, gell? Wer schreibt denn das? Der Herr Professor. Was für ein Professor? Ja, den, wo du da so gefürcht hast. Den Kriminaler? Nein. Kommt der vielleicht nochmal? Nein, der kommt nimmer. Und jetzt pass auf, das war ja gar kein Kriminaler, das war ein Professor. Und der hat dich auf deinen Geisteszustand untersucht. Auf was? Ja, ob's normal bist oder ob's spinnst, nicht? Auf deinen Verstand. Ja, warum? Ja, warum? Damit du dein Gutachten kriegst für deinen Prozess. Ja, du Gauner, du Windiger. Hä? Warum hast du das nicht gleich gesagt, dass das ein Professor gewesen ist? Ja, weil du dich sonst nicht so dumm angestellt hast. Mein Gott, hab ich was ausgehalten. Du, bin ich jetzt wirklich unzurechnungsfähig? Ja, freilich. Noch mal kurz drum bläder, als wäre notwendig gewesen. Du hättest noch ungeniert ein paar Beamte herwatschen dürfen, dann wäre da auch nichts passiert. Ja, so musst du reden, Wickel, dass die ganze Garde gleich nur mal von vorn losgeht. Und passieren tut mir jetzt nichts mehr? Gar nichts, du brauchst bloß dieses Gutachten, deinen Anwalt bringen und der erledigt die ganze Geschichte. Mein Gott, bin ich froh. Gell? Jetzt freut mich das Leben wieder richtig. No? Wie ist es gegangen? Wunderbar, Hans, alles in Ordnung. Na, wirklich? Du kennst ja einen Wickel, Lurchinger macht möglich, nicht? Ja, du bist der Pfundskerl. Oh, Christel, mein Christel, ich kann's gar nicht glauben. Ist der auch unzurechnungsfähig? Den Symptomen nachzuschließen, ein hoffnungsloser Fall. Den kann nur noch die Christel kurieren, lass doch heiraten, die na, zwei. Boy, ich stehe zu meinem Wort. Aber übergeben tue ich noch lange nicht. Halt auf, mein lieber Freund, da muss ich eingreifen. Gell? Als Unzurechnungsfähiger kannst du kein Geschäft mehr führen. Was? Ja, Narrenfreiheit hat auch einige Nachteile, gell? Ja, in Gottes Namen, dann übergebe ich halt. Dann brauche ich mich wenigstens mit dem Landratsamt nicht mehr rumärgern. Ja. Muss aber dein freier Wille sein, Vater. Wir zwingen dich zu nichts. Ja, ich weiß schon. Ich kenn doch mein Mädi. Mädi? Du, ich glaub, wenn ich jetzt verheiratet bin und einmal drei Kinder hab, dann sagst du auch noch Mädi zu mir. Ja, Mädi. Ja. So, der Fall wäre jetzt erledigt. Kann ich endlich wieder an mein Privatleben denken, gell? Margarine! Komm heraus, küss mich mit Schmalz und ohne Farbstoff. Was ist los? Eine Tuppe, die Verlobung gibt's heute auf Nacht. Da, schau mal hin. Mädi. Du, da kriegt man direkt Appetit, gell? Aber das können wir zwei auch. Sogar noch besser. Bestimmt. Ui, wer ist der gekommen? Mein Lieber, jetzt wird's aber Zeit, dass ich zu dem entleer komme.